Hallo, meine lieben Hartplastiksteinbildhosen und herzlich willkommen, liebe Freunde der Plastik-Wackelfiguren oder Vinyl-Wackelfiguren, wie auch immer. Heute gibt es ein neues Video meinerseits, denn ich war heute einkaufen. Da ich mit dem Abi fertig bin, wollte ich erstmal eine kleine Belohnung beschaffen, bevor jetzt am Samstag der Lunar Lander, die 10266, auf den Markt kommt. Die hole ich mir dann noch als endgültige Belohnung. Aber trotzdem habe ich heute einen Einkauf getätigt, also einen relativ guten Deal abgegriffen, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe insgesamt 17 Euro ausgegeben, ihr werdet gleich sehen, was ich alles habe, also schon relativ gut. Und vorab, es werden jetzt auch demnächst jetzt wieder mehr Videos kommen, weil ich mehr Zeit habe und alles. Und ich versuche jetzt auch die Qualität der Videos ein bisschen hochzuschrauben, jetzt auch ein bisschen was zu schneiden jetzt in den nächsten paar Wochen, will ich mir so ein paar Skills antrainieren. Und ich würde mal sagen, wir fangen erstmal mit dem Lego-Part an. Und zwar haben wir hier eine Tüte der Disney-Minifiguren. Das ist auch das Einzige, was ich mir heute von Lego geholt habe, weil Samstag kommt ja dann die große Mondlandefähre. Und ich habe es auch, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich von dieser Serie hauptsächlich die Enten haben will, also Tick, Trick und Track. Und Dagobert für das Disney-Schloss als Ergänzung. Da gibt es ja auch hier schon die zwei Enten. Und deswegen habe ich mir auch noch eine geholt. Und ich habe tatsächlich gefühlt, ich hoffe mal, es ist eine Ente. Oder ich blamiere mich jetzt vor laufender Kamera. Das ist jetzt, in beiden Fällen ist, glaube ich, ein gewisser Entertainment-Faktor. Von daher machen wir mal auf. So, ist jetzt schon hier ein bisschen offen. Dann reißen wir mal hier ein bisschen weiter auf. So, und dann holen wir mal alles raus. Und tatsächlich ist es eine Ente. Da bin ich aber echt begeistert. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass hier keine extra Verpackung drin ist, weil ich meine, das war doch so bei den neuen Figuren. Vielleicht kann es auch sein, dass ich mich einfach täusche. Ich weiß es nicht, aber ja, ist auf jeden Fall besser. So kann die Figuren schneller erfüllen, aber jetzt brauche ich echt eure Hilfe. Ich weiß jetzt nicht, ob es Tick, Trick oder Track ist. Auf jeden Fall ist es einer der Drillinge. Und jetzt haben wir hier auch diesen neuen Klebestreifen bei der Anleitung. Ich versuche mal, den hier so ein bisschen aufzumachen, damit ich euch zeigen kann, was wir noch für Figuren haben. Meine Güte, so, jetzt aber. Scheiß drauf. So, das Ganze kann man hier dann aufklappen. So, das ist es. Da haben wir hier erstmal die ganze Übersicht. Mickey und Minnie, die man auch schon aus dem Steamboat Willie kennt. Für die Leute, die sich jetzt denken, ach halt stopp, das sind wirklich die gleichen Figuren. Nein, das stimmt nicht, denn die aus dem Steamboat Willie sind, glaube ich, so ein bisschen chrom-metallig sehen die aus. Also da ist sind hier die ganzen weißen Teile, zumindest hier die Beine sind alle so, ja, so silberartig wie jetzt hier. Dieses Gold, glaube ich. Ich habe die Figuren tatsächlich noch nie gehabt, deswegen weiß ich nicht, aber auf jeden Fall gibt es Unterschiede. Da haben wir hier noch Tick, Trick und Track, Dagobert, die ich auf jeden Fall alle haben will, den habe ich jetzt schon. Wir haben Anna und Elsa, sehr cool. Wir haben hier die von Nightmare Before Christmas. Den Hades finde ich auch ganz cool, genauso wie Herkules. Also, ja, ich guck mal. Vielleicht hole ich mir noch ein paar mehr, aber primär lege ich das Augenmerk auf die vier Figuren. Dann haben wir hier noch die Rückseite, da sehen wir, wie die verschiedensten Figuren zusammengebaut werden. Kennen wir eigentlich alle von allen anderen Minifiguren-Serien. Und ich würde mal sagen, dann bauen wir jetzt mal hier als kleines Live-Bild den Tick, Trick oder Track zusammen. Wie gesagt, gerne in den Kommentaren sagen, wer es ist. Auch hier cool dieses Gummibürzelteil, gefällt mir. Übrigens, für die Leute, die auch diese Enten erfüllen wollen, die Enten sind mit Edna, also das ist die hier von den Incredibles, die einzigen Figuren, die diese ganz kurzen Beine haben, ohne ein Gelenk dazwischen. Das heißt, das könnt ihr so ein bisschen als Tipp nutzen. Und dann hat jede Ente halt auch ein individuelles Detail. Das ist dann hier zum Beispiel die Steinschleuder. Gut erkennbar ist dann auch die Kappe, die mit diesem Nüpsels-Ding da hier unten, und ja, die kann man gut erkennen. Und an sich, so viele andere Accessoires haben die eigentlich nicht. Ist auch wieder die schwarze Stellplatte dabei, war ja früher orange und weiß bei den letzten zwei Serien, aber jetzt immer wieder normal, sagen wir es mal so. Und ja, nette kleine Figur, muss ich sagen.
Ja, nicht wirklich. Hat jetzt nicht so viele Details, ist aber einfach eine schöne Figur. Muss man einfach der Figur lassen. Und ja, die wird jetzt irgendwo zum Disney-Schloss gestellt. Aber fürs Video lassen wir die jetzt noch hier stehen. Übrigens gibt es auch so eine gratis, ja, eine zweite Steinschleuder dazu. Und ja, dann gehen wir mal zu dem, sag ich mal, großen Deal, den ich abgeschlossen habe. Und zwar habe ich drei Funko-Pop-Figuren für 13 Euro bekommen, 10 Euro bekommen und dann noch drei Hüllen dazu gekauft. Das liegt an der aktuellen Aktion gerade, dass man so eine Stempelkarte haben kann. Und wenn man genug Stempel hat, kriegt man dann eine Figur gratis. Und dann habe ich heute noch zwei Figuren im Sale gehabt für jeweils 5 Euro. Und ja, da habe ich mir. Ich hole jetzt einfach erstmal die Figuren rein. Und zwar ist es zum einen Frodo, den habe ich für 5 Euro bekommen. Aus der Herr der Ringe-Serie natürlich. Dann habt ihr hier noch die ganze Auswahl an Figuren. Es gibt nämlich noch Samwise, Gamgee, Gandalf, einen Nazgul, Saruman und den Balrog. Das ist übrigens die Nummer 444. Ja, ganz cool finde ich auch hier die Haare auf den Beinen. Oder auch hier, dass er Stich. Stich ist auch schon detailliert. Dann haben wir hier oben diese Blattbrosche, die es auch schon bei Legolas zu sehen gab. Und ja, der wird jetzt hier zu meinem durchsichtigen Frodo dazugestellt. Vielleicht habe ich mir auch noch den normalen Gollum, dann wäre das ganz lustig. Da habe ich nämlich die Version mit dem Ring an und Ring aus. Find ich eigentlich ganz lustig. Und ja, dann haben wir noch für 5 Euro eine Mercy geholt. Und zwar ist es nicht die normale Mercy. Übrigens ist es ein Charakter aus Overwatch. Sondern die Kobalt-Mercy, die ist in Deutschland nur im GameStop gibt, meine ich. Kostet sogar, glaube ich, online so um die 20 Euro. Habe ich jetzt für 5 Euro bekommen. Generell, falls euch für die Figuren interessiert und einen GameStop in der Nähe habt, passt darauf auf. Es gibt oft diese 5-Euro-Angebote. Also einfach out of nowhere kommen die. Das heißt, du kaufst sie vielleicht an einem Tag einen für 16 und am nächsten Tag steht der dann da im Sale für 5 Euro. Also da kann man das vielleicht so ein bisschen im Auge behalten. Je nachdem und dann zuschlagen, wenn halt derjenige, den man selber gerne haben will, im Sale ist. So, und da ich dann durch diese beiden Funko Pops meine ja, Sammlung voll gemacht habe, habe ich mir noch für als Gratis-Produkt diesen goldenen Doctor Strange geholt. Das ist die Nummer 439. Das sind die ersten 10 Jahre von den Marvel Studios. Ist auch hier der Fan-Vote-Winner. Finde ich ganz cool. Addiert sich auch bestimmt gut zu diesem goldenen Star Wars Messen Boba Fett. Von Farben her, da gibt es auch noch ganz viele andere. Iron Man, Loki, Captain America, alles Mögliche. Ich denke mal, Iron Man hole ich mir auch noch, Loki auch und vielleicht auch diesen Groot, weil den finde ich ganz lustig. Oder einfach generell, was mir so über den Weg läuft. Und ja, ich finde es halt, ist halt schön edel gestaltet hier mit diesem glänzenden Kreis. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und da habe ich halt noch drei Hüllen geholt. Sind wieder wie die aus dem ersten Funko Pop Video, die man hier so, kann ich so ein bisschen Zwischenraum schaffen. Und dann wird das Ganze hier so aufgeklappt. Das faltet sich dann auch alleine runter. Oder man hilft ein bisschen was nach. Und dann kann man einfach seine Figur hier reinschieben. Perfekt. So. Einfach zuklappen, wie eine normale Box, die man von überall kennt. Tja, das war's. So sind sie dann fertig eingepackt. Ich werde jetzt erstmal es bei 9 Hüllen belassen. Bei mir sind jetzt bis dato alle eingepackt. Aber da hier diese Figuren jetzt, was heißt, nicht so viel wert sind, nicht so viel wert sind wie so eine Special Edition oder hier oben der Boba Fett oder die Killer Frost, werde ich nur die besonderen Figuren in so Hüllen lassen und die normalen Figuren lasse ich dann ausgepackt. Und ich denke mal, mit 9 Hüllen bin ich bis jetzt ganz gut aufgestellt. Also ich bin jetzt auch Ende Juni auf der Comic-Con, vielleicht findet man da noch was Exklusives. Und ja, generell, was ich euch noch, wollte ich euch noch fragen, ob ihr vielleicht Lust hättet, dass ich mal so eine Themenwoche mache, dass ich zusätzlich zu den Videos auch noch jeden Tag ein Video raushaue, wo wir uns so eine Figur pro Tag immer so rundum angucken, auf die ganzen Details eingehen. Ja, ob ihr darauf Lust hättet, schreibt gerne, dafür ist die Kommentarsektion natürlich da. Einfach reinschreiben, ob ihr Bock habt oder nicht. Und dann wird das dann dementsprechend gemacht. Ich habe ja, wie gesagt, mehr Zeit. Von daher würde ich euch sagen, dass ich euch noch einen schönen Tag wünsche. Ich danke euch fürs Zuschauen. Gerne liken, kommentieren, auch abonnieren, falls ihr nichts auf diesem Kanal verpassen wollt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.